das Waldviertel in Niederösterreich. Hier spielten sich kürzlich unglaubliche Szenen ab. Was war geschehen, dass harte Männer zu Tränen rührt? Der Reihe nach. Die Gegend rund um Horn ist das heimliche Grillzentrum Österreichs. Hier hat Doppelgrillweltmeister Adi Matzek seine Grill-Community aufgebaut. Klar, dass in Horn zum bereits 7. Mal die Grillstaatsmeisterschaften stattfinden. Das Grillspektakel beginnt in der Früh mit der Juryvereidigung. Die Jury hat eine wichtige Funktion, weil die dann da heute unseren Staatsmeister küren. Ne? Das heißt, die entscheiden, wer da heute der beste Griller ist. Ne? Juror kann jeder werden an und für sich. Und Menschen, die in der Jury sitzen, sind an und für sich Leute, die gerne und gut essen. Dann beginnt die heiße Phase für die Profi- und Freizeitteams. Da ist eigentlich jetzt genau die Phase, wo du sagst, die Konzentration. Das spürt man ein bisschen, wenn man durchgeht. Ein bisschen Hektik, ja, positiver Stress. Das hat man trainiert und da sollte man jetzt nicht diese spontanen Einfälle, weil da hat gerade noch einer eine Idee gehabt, das sollte man nicht tun. Bis die Grillteams startklar sind, können die Zuseher die neuesten Griller bestaunen. Den Grillunternehmer freut die Euphorie. Die sind alle schon dabei zu grillen. Die müssen das jetzt abgeben, um 12 Uhr, 1 Uhr, jede Stunde müssen sie einen Gang abgeben. Also man riecht ja schon, es ist ja schon eine tolle Atmosphäre hier. Bis zu 5 Gänge müssen die Teams nun brutzeln. In der 24-Stunden-Smoker-Competition heißt es ausdauernd sein. Wir machen Pulled Pork. Das ist ein Schweineschopf. Der wird auf einer Kerntemperatur von zwischen 90 und 95 Grad gemacht. Und da zwischen 15 und 20 Stunden ungefähr. Dafür sitzt man neben dem Grill. Die ganze Nacht? Ja. Tag und Nacht wache. Was macht man da in der Nacht? Ja, ein, zwei Bier trinken und Fleisch überwachen. Bei den Profiteams wird in der Zwischenzeit bereits der erste Gang serviert. Der erste Gang ist Huhn mit Polenta und Paprika. Ja, wir haben 4 Blind-Jury-Boxen, die bringen wir quasi in das Judge-Set. Da werden quasi 3 an Judges verteilt, die werden dann halt quasi juriert. Dann haben wir noch 6 Tischgäste zu verköstigen da. Stress pur für die Teams. Dann wartet auch schon der nächste Gang. Trotzdem kommen Spaß und Gemütlichkeit nicht zu kurz. Die Ambitionen sind einfach großartig und ich glaube, das ist Team Spirit pur. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte mit unserer jetzigen Fußballnationalmannschaft. Ja, zusammenhalten, Gas geben und einfach Erfolg. Wir schauen, was rauskommt. Gang um Gang wird zur Jury gebracht und von den Jurymitgliedern streng beurteilt. Da schaut man jetzt, wie die Vorgaben sind, ob es jetzt zart rosa innen ist oder ob es durchgegart ist. Die Vorgabe von der Jury her war eigentlich, dass es durchgegart ist. Und dann ist sie erfüllt worden. Fast. Inzwischen werden die Zuschauer von Adi Matzek unterhalten. Er weiß, was die Griller wollen. Die Küche im Freien ist einfach Küchenersatz für den Sommer der Griller geworden. Und großes Interesse, auch die Desserts für komplette Menügänge zu machen. Schokoladekuchen mit Erdbeeren ist einer der letzten Gänge. Dann geht's ins große Finish. Perfekt geliert. Schön saftig, es rinnt draußen aus, super perfekt. Perfekt. Im Festzelt steigt schließlich die Preisverleihung. Und so sehen Sieger aus.
Grillstaatsmeister 2016 wurden übrigens die Traunsee Barbecue Grillers. Man sieht sich am Grill.